Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim Google Pixel 8 bzw. Google Pixel 8 Pro von den Gesten auf die gute alte Navigationsleiste wechseln könnt. Ja, wenn ihr mit den Gesten nicht klarkommt, ne, ist die Navigationsleiste eine sehr, sehr gute Alternative. Ich zeige euch mal, wie ihr die bekommt. Wir scrollen einfach hier einmal runter, scrollen nochmal runter und dann haben wir das Symbol für die Einstellung. So, und dann brauchen wir ein bisschen weiter runter den Punkt Display. Und wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, finden wir den Punkt Navigationsmodus. So, und hier können wir jetzt auswählen zwischen den Gesten und den drei Schaltflächen. Na, so, wir gehen jetzt mal auf Bedienung über drei Schaltflächen. Und jetzt haben wir wieder unsere gute alte Navigationsleiste. Ja, also Zurück-Button, ne, Home-Button und den zuvor geöffneten Apps-Button. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen und auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr da nochmal gucken möchtet. Oder könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.